Warnung: Dieses Video enthält laute Geräusche und kann zum Herzstillstand führen. Salut meine Freunde und hier mit so einem Video. Wie ihr seht, ich spiele heute Sims 4. Vielleicht hört ihr auch schon an meiner Stimme. Ich bin krank. Beim letzten Video habe ich in die Beschreibung gestellt, dass ich heute Sims 4 spiele. Und dann machen wir das heute auch. Das ist gerade ein Zufallsmensch. Also den habe ich nicht so gemacht. Aber der sieht schon ziemlich aus wie ein Nerd. Ich würde sagen, den verändern wir dann nur ein bisschen. Wo soll ich anfangen? Ich erstmal andere Haare. Welche Haare könnten passen? Ja, die schwarz. Das soll keinen Bart haben. Die, wenn ich hier noch eine bessere, die ist besser. Tut mir leid, dass ich nicht so viel reden kann und so. Oh Mann. Kennt ihr das, wenn ihr niesen müsst, aber der Nieser nicht rauskommt? Das ist das Schlimmste, was einem je passieren kann. Weil das Kind, finde ich, ist etwas viel zu komisch. Soll nämlich etwas immer eher traurig sein. Weil er immer geärgert wurde. Aber versteckt niemals den Nerd in euch. Komm, Segelohren könnten auch nicht schaden. Viel zu stark, diese Segelohren. So stark soll er die nicht haben. So. Der Kopf ist noch etwas zu groß. Zu klein. So. Also das Gesicht ist schon mal gut. So, jetzt noch irgendwelche Augenbrauen. Nee. Die sind gut. Andere Augenfarbe vielleicht. Braun. Wie ändere ich denn die Augen? Wo ändere ich die Augenfarbe? So, kurz weg damit. So, jetzt wegen seinen Anziehsachen. Oder wegen seinen... Ah, nein. Oh! Ja! Was soll er im Sommer tragen? Viel zu dünn. Ja. So, ist gut. Seine Beine etwas dünner. So, das sieht schon mal gut aus. Die Schultern sind etwas viel zu breit. Der Hals auch. So, das Kinn finde ich immer noch so nicht so gut. Da, ich hab's. Sollte mir rein. Aha. So. Die Hüfte mal vielleicht so. So, so. Für Sommer finde ich das schon mal gut. Zur Arbeit? Nee, was ist das denn? Er ist übertrieben dünn. Okay, dann jetzt die Stärken. Er hat sehr viel Wissen. Nerd hier. Und programmieren mag er. Schreiben mag er auch. So, das finde ich sieht perfekt aus. Er ist ein Genie. Hobby, er ist ein... Ja. Und er ist ein Perfektionist. Und... Ja. Dann los. Oh, wie soll er heißen? Eddie Wooden. Wo soll er leben? In Newcrest? Ich glaube in Wilson Creek. 20.000, nicht schlecht. Welches ist das günstigste? Und ziehen wir das. Wir nehmen möbliert. Da sind wir. Von Eddie Wooden. Sieht perfekt aus. Er mochte doch sehr gerne angeln. Denn hier angeln gehen. Kann er mit der da sprechen? Da geht's los. Wow. Hey, das ist ein Umweltverschmutzer. Komm, beeil dich mal. Alaba. Flurbus. Sula. So, beruhig sie mal. Mit einer Klatsche. Die wollen Stress. Sie war beim Militär. 3 Jahre lang. Jetzt ist sie frei. Ist bereit, alles zu vernichten. Eingeschlossen. Eddie Wooden. Sie ist so entschlossen, dass sie sogar sich traut, ohne nach links und rechts zu gucken, über die Straße zu gehen. Da kommt ihr erstes Opfer. Ja, egal. Ist nicht unsere. Komm, Nachbar nach Hause schicken. Was stehen die auf meiner Terrasse? Auch ein Nerd. Komm, eine Party bei mir. Ey, was sitzen die da? Hab ich denen das erlaubt? Sie ist sehr finster. Übertrieben finster.
Aber wer kommt da nur zur Rettung? Bam, ba, ba, ba. Durch, einfach durchgehen. Er läuft. Eddie Wooden läuft. Quack, Topator? Luna! Janae! Bob's in a Hoona! Ah, a flush! Zerstör sie! Gib vor. Obama, sie nennt mich Mo. Sie nennt mich Mo. Eddie ist ganz chillt, geht zu ihr und gibt ihr die Hand. Reingelegt. Sie lacht! Gathoro Musta! Anbrüllen. Barbara Gainey. Ray? Tumbo Nooch. Sein Lama. Und dann wegrennen. Tschüss. Irgendwie gechillt, der einfach da entlang läuft. Da kommt der King. Ganz gechillt. Jetzt frag ihn, was er für ein Problem mit dir hat. Eddie Wooden. Also er ist sauer. Dann machen wir ihn halt noch saurer. Ey, was? Hau ihn auch weg. Er joggt. Und jetzt stehst du auf der Straße. Geh mal da weg. Ja, Chuckalaboo, hä? Ha ha ha!